Herzlich willkommen bei Orca Chess. Heute haben wir wieder einen Ehrengast dabei, den Schachpanda. Und wir spielen wieder eine Runde Beraterschach gegen Stockfish Stufe 7. Das letzte Mal hat er uns ganz schön vermöbelt, aber dieses Mal, ja, gibt's die Revanche. Hi Leute und hallo Orca, schön, dass ich hier sein darf wieder auf deinem tollen Kanal. Ich freue mich riesig auf diese Revanche. Heute probieren wir es nochmal. Wir werden das Match in zwei Teile machen. Erster Teil hier bei dem Orca, zweiter Teil bei mir. Wir hoffen, der Stockfish ist heute dran. Wir versuchen das geschlossen zu halten, so wie ihr in den Kommentaren geschrieben habt. Und schauen mal, was heute drin ist. Würde ich auch sagen, wir hören jetzt einfach mal direkt auf unsere Zuschauer und beginnen geschlossen mit dem Zug 1d4. Und es kommt was Indisches ins Brett. Also haben wir viele Möglichkeiten eigentlich. Ja, also sag mal, da deine, hast du da Präferenzen? Also früher, aber auch schon länger her, vor 13 Jahren oder 12 Jahren, nee, 13 Jahren, hab ich den Dropowski-Angriff gespielt mit Läufer G5. Ja. Fand ich eigentlich nett, aber es ist auch wieder länger her. Also Dropowski, da hätte ich noch ein bisschen was im Hinterkopf, aber das ist schon ziemlich taktisch. Also da gibt es auch so Varianten mit C5. Ich glaube, dann gehen wir da schon in die falsche Denke ich auch. Richtung. Ich bin ja selbst D4-Spieler und versuche immer so ein bisschen Theorie aus dem Weg zu gehen. Und deswegen spiele ich hier auf viele Züge, eigentlich auch zweitens Springer F3. Um einfach erstmal zu schauen, was hier passiert. Weil es gibt ja dann sehr viele Möglichkeiten für Schwarz. C5, D5, E6, G6. Und das sind so unterschiedliche Systeme. Ich denke, dass Springer F3 ein schön flexibler Zug ist, wo man erstmal gucken kann, was macht der Gegner überhaupt. C4 ist natürlich auch ein starker Zug, muss aber schon ziemlich viel auf dem Schirm haben. Also die können dann auch ziemlich schnell das Volga-Gambit spielen. Wenn man da jetzt nicht so richtig gut vorbereitet ist, kann das auch unangenehm sein. Ich glaube, mit Springer. Gerade gegen Stockfish, ja. Gegen Stockfish, ja. Mit Springer F3 sind wir ganz gut aufgehoben. Den machen wir einfach mal direkt. E6, es gibt einen Nimzer. Oder könnte eine Nimzer-indische oder Damen-indische Struktur geben. Oder was ist es jetzt eigentlich? Eher Damen-indisch, oder? Dann, oder? Mit Springer F3. Es kommt ganz drauf an, was man hier tut, glaube ich. Hier gibt's noch viele Möglichkeiten. Wenn man C4 spielt, dann ist das Ganze ja auch noch nicht festgelegt. Dann kann er entweder Läufer B4 Schach spielen oder genau sich so damenindisch mit B6 aufbauen. Er kann aber auch D5 spielen, dann landen wir in einem Damengambit. Da gibt's auf jeden Fall, also C4 ist natürlich hier sicherlich der Hauptzug und der meistgespielte Zug. Ich sag nur mal, was ich hier selbst hier spiele. Weiter im theoriearmen Verfahren, auch jetzt nicht das alleraktivste. Ich spiele hier tatsächlich E3 und bin auch froh, in so ein Kolle reinzukommen. Also nach E3 und D5 entsteht so ein Kolle-System, wo man dann schnell versucht, irgendwie E4 durchzudrücken, Läufer D3 und Richtung H7. Ist natürlich von daher nicht der aktivste Zug, weil man sich den Läufer auf C1 da freiwillig verstellt. Aber ich denke, das ist nicht schlecht, wenn das so deine Haus- und Hoferöffnung ist. Und E3 hält die Stellung ja auch ziemlich geschlossen, würde ich sagen. Sind wir da nicht auf einem ganz guten Weg gegen Stockfish? Absolut. Und da kommt man eigentlich erstmal in so Systeme, wo man sich erstmal normal entwickeln kann als Weiß. Schwarz genauso. Beide entwickeln sich erstmal. Und dann wird irgendwann im Zentrum mit D5, C5, D4, C4 irgendwelche Gegenüberstellungen entstehen. Aber ich mag das eigentlich erstmal, wenn da die Figuren erstmal entwickelt sind und erst dann der Kampf richtig losgeht. Nee, dann machen wir das. Dann gehen wir hier in das Call-System mit dem Zug. Also es muss jetzt nicht. Aber jetzt haben wir Call auf dem Brett. Das ist gut. Also sonst hätte er eben doch B6 oder so spielen können. Und jetzt ist der Hauptzug auf jeden Fall Läufer D3. Also da muss der Läufer hin. Da steht der super. Schönes Feld. Er schielt schon mal Richtung H7. Hast du einen schönen Zug. Also das aktivste Feld für den Läufer hier auf D3. Machen wir direkt. C5, er befragt gleich das Zentrum. Genau, und hier muss man jetzt auf jeden Fall, spielt man jetzt auf jeden Fall C3 und ähnlich so wie in dem Londoner System oder ähnlich, hat man jetzt auf D4 dann einfach so einen sehr stabilen Bauern und ein sehr stabiles Zentrum. Ja, und das Ganze kann... Was möchte. Kann er dann auch noch in so eine Stonewall-Struktur theoretisch übergehen, oder?
Wird es nachdem. tatsächlich, also auch öfters. Ich spiele dann nämlich, wenn, es gibt auch Systeme, wo man dann einfach Springer E5 spielt und dann F4 irgendwann hinterher. Kann es auf jeden Fall werden, genau. Aber hier sollte man auch C3 spielen, um damit man auf C4 dann auch immer mit Läufer C2 reagieren kann. Dann auch schöne Batterie vielleicht mal aufbauen, genau. Ja. Springer Genau. BD7. Kann man machen, der kann nur nach C6 gehen. Das ist eigentlich nicht ganz so entscheidend. Jetzt gibt es hier eigentlich, also man wird jetzt hier rochieren und eigentlich als Weißer und irgendwie Springer D2 spielen. Und dann kann man sich immer noch entscheiden, wie man den Plan weiterspielt. Irgendwann wird man, es gibt eigentlich zwei Pläne. Man spielt irgendwann Springer E5. Das ist aber nicht unbedingt immer möglich. Oder man setzt dann sehr auf E4, dass man irgendwann E4 durchdrückt. Ist auch interessant, wahrscheinlich so, oder? Mit Springer BD2, Rochade, Genau, glaube ich, und damit. ich glaube, die es ist relativ. Ich hätte jetzt keine große Präferenz, ob ich erst Springer D2 oder erst rochiere. Die beiden Züge werden wahrscheinlich sowieso gespielt jetzt. Ich glaube, da rushieren wir mal direkt hier rein. B6, er möchte seinen Läufer hier entschattieren. Und ja, und das ist jetzt tatsächlich ein Moment, wo ich mir schon jetzt Springer E5 überlegen würde. Anders ist natürlich, wenn der Läufer D6 spielt. Wenn jetzt Läufer D6 spielt, geht natürlich Springer E5 gar nicht mehr, wäre es gar nicht mehr gegangen. Aber jetzt wäre noch ein Moment, wo wir rein können und wünschenswert direkt danach F4 spielen und dann haben wir wieder so einen Stonewall-mäßigen Aufbau. Die Frage, andere Frage ist, ob wir nicht erst Springer D2 spielen wollen, um den möglicherweise damit Springer F3 schon mal zu unterstützen. Oder ob er dann Läufer D6 spielen kann und uns im Prinzip Springer E5 rausnehmen kann. Das ist wirklich spannend. Das ist natürlich für die Stonewall-Spieler wahrscheinlich ein Traum, hier Springer E5 und F4 gemütlich zu schaffen. Was ich mir jetzt für eine Frage stelle, ich glaube auch viele, es ist auch für viele Zuschauer interessant, wie ist es eigentlich zu bewerten? Springer E5 und er nimmt einfach raus und man hat dann hier einen Doppelbauern auf E5. Ist das ein guter Doppelbauer oder ist der problematisch? Ja, also gut, wenn jetzt hier Springer E5 kommt und der hier schlägt und man diesen Doppelbauern auf E5 hat, dann dieser Bauer auf E5, ich habe ja auch ein Video über Doppelbauern gemacht, der ist tatsächlich, ist es nicht hundertprozentig klar, es ist eine gute Frage, ob er stark oder schwach ist. Das Gute ist, ich kann ja mit F4 immer decken. Na, wenn ich den nicht decken kann, dann ist er da vorne im Lager, dann wird er da mit Springer D7 und damit C7 einfach angegriffen. Deswegen werde ich den mit F4 decken. Und dieser Bauer auf E5 kann dann schon sehr unangenehm sein. Und irgendwann wird man auch seinen Bauern, Doppelbauern wahrscheinlich auflösen können mit E4. Stimmt, Oder ja. darauf zumindest setzen. Ich hätte jetzt als Weißer zumindest keine große Angst vor diesem Doppelbauern. Weil der eben durch F4 so gut gestützt wird. Und das ist eben wirklich, der Bauer auf E5, das ist immer so ein Angriffsbauer. Du spielst ja auch irgendwie so königsindischen Angriffs und so, sowas. Da gibt es ja auch so Ideen, ne? Dieser Bauer auf E5, der ist immer so ein ganz schöner Dorn da im Fleisch von Schwarz. Das kann wirklich eine schöne Sache sein. Trotzdem, wir spielen gegen Stockfish. Hast du das Gefühl, dass die Stellung eher taktisch wird nach dem Tausch auf E5 und gefährlich werden könnte gegen Stockfish? Oder hat es immer noch einen geschlossenen Charakter? Also diesen Stellungstypen hatte ich jetzt noch nicht so viele Partien. Deswegen, was sagt da deine Erfahrung? Die Sache ist, dass der andere Plan, wenn wir jetzt irgendwie Springer D2, jetzt mit E4 wird eh schon ein bisschen schwierig, wenn der Läufer auf B7 auftaucht. Dann hat der Schwarz dann eine ganze Menge Figuren, die gegen E4 drücken. Und wenn wir nicht E4 und nicht Springer E5 spielen, dann müssten wir uns eben einen Alternativplan raussuchen, über den ich mir noch nicht so ganz sicher bin. Dann würde ich sagen, bleiben wir auf unserem Home Turf und spielen Springer E5. Ich denke, also das ist zumindest strategisch sehr klar. Also wenn er jetzt nicht raus, oder auch wenn er rausnimmt, ist es relativ klar, wie wir danach ungefähr weiterspielen. Und das finde ich immer ganz angenehm, so Züge, die einem ja strategisch eine klare Richtlinie geben, wie wir. Wie wir da fortfahren, ja, das ist.
Also ich würde auch lieber haben, dass er nicht nimmt. Also genau so hätte ich das lieber. Also können wir direkt F4 spielen oder hast du was anderes? Jetzt mit, genau. Nee, jetzt mit, also genau, alles andere wäre natürlich jetzt super inkonsequent, wenn wir jetzt den abtauschen oder so. Und jetzt haben wir im Prinzip. Jetzt landen wir ja wieder im Stonewall. Okay. Ja, aber wir haben schon, finde ich, ein paar Pluspunkte. Unser Läufer auf D3 steht da ganz nett. Und unser Springer auf E5 ist da schon drin. Was natürlich so ein Thema dieser Stelle, also ich kann dir das auch immer nicht so hundertprozentig sagen, wie das ist mit diesem E4-Feld. Ne? Er hat dafür dieses E4-Feld. Richtig, ja, das und E4-Feld, das ist so. Deswegen ist es auch nicht schlecht, das E4-Feld, also mit vielen Figuren es auch mal zu kontrollieren. Schon mal so prophylaktisch, also ja, häufig spielt man hier eigentlich gerne Springer BD2, einfach um was für die Entwicklung zu tun, auch E4 zu kontrollieren. Ja, da würde ich dir auf jeden Fall zusehen, dass der ist auf jeden Fall der logische Zug. Und dann schauen wir auch mal, was er macht. Wenn er kurz rochiert, dann hat man hier durchaus Angriffsideen mit Turm F3, Turm H3. Schöne Angriffe, den Turm schwenkst, spiel mal Springer BD2. Okay, Turm C8, die Variante gefällt mir. Gut, in der C-Linie müssen wir erst, das ist ja ganz das Schöne an diesem soliden System, klar ist der Turm in der C-Linie tendenziell mal richtig, wenn er auf D4 tauscht oder wenn er davor geht mit, weiß ich nicht, A6, B5 oder so, aber da müssen wir erstmal keine Angst haben. Und jetzt haben wir, genau, ist die Frage, wie wir jetzt hier fortfahren. Also ich hätte jetzt hier zwei Kandidaten, also einmal den Zug Dame F3, also die Dame macht sowieso dort Sinn aus meiner Sicht. Und dann, falls er kurz rochiert, ist G4 ein interessanter Zug, also falls er kurz rochiert. Und dann kann man sich in den Stellungstypen immer auch mal überlegen, ja, hier ist wahrscheinlich nicht, B3 ist nicht gut, dann kann er einfach rausschlagen. Nee, B3 ist nicht gut. Nee, genau, B3 sollten wir, weil, also sobald Schwarz auf D4 tauscht, wollen wir gerne mit unserem E bauen. Das ist ganz wichtig. Richtig, wir wollen auf jeden Fall gerne mit unserem E bauen wieder nehmen. Das ist für uns aus mehreren Gründen vorteilhaft. Dann geht nämlich die E-Linie auf für uns. Das ist sehr schön. Dann kann man Turm E1, dann haben wir einen schönen Vorposten da auf E5. Und unser Läufer kriegt ein bisschen Raum. Und wir wollen auf keinen Fall mit dem C bauen wieder nehmen, weil dann die C-Linie aufgeht. Und dann steht der Turm da super auf C8. Und deswegen, genau, B3 sollten wir nicht spielen, wenn wir dann erzwungen sind. Also der Läufer kann in so einem System meiner Meinung nach auch öfters einfach erstmal stehen bleiben. Das ist. Finde ich auch, ja. Was natürlich auch. Dame F3 gefällt mir gut eigentlich. Dame F3 ist schön. Was natürlich auch ein normaler Zug ist und auch kein schlechter Zug, ist Springer F3. Aber was mich bei Springer F3 immer so ein bisschen ärgert, ist, dass ich entkommentiere nochmal und mache hier meinen Pfeil, ist, dass er dann dieses Feld E4 bekommt. Ich weiß nicht, ob es dir genauso geht. Doch, auf jeden Fall. Und dann hat nämlich Schwarz auch mal die Möglichkeit, F6 zu spielen. Und diesen nervigen Springer auf E5, das ist hier im Prinzip unser ganzes Glanzstück der Stellung. Wenn er den vernünftig vertreiben kann, dann hat er schon einiges gewonnen. Ja, dann. Und aus dem Grund gefällt mir Dame F3 auch. Dann würde ich sagen, dann machen wir mal Dame F3. Und schauen, ob er jetzt kurz rochiert. Und er rochiert kurz. So ist immer die Qual der Wahl. Jetzt kann man natürlich richtig schön angreifen. Ist natürlich dann eine scharfe Partie. Ja, wir halten es aber trotzdem, wir halten es erstmal trotzdem geschlossen. Das ist ja schon mal, war ja eigentlich in unserem Sinne. Ja, sowas wie G4 verlockt natürlich schon so ein wenig, ist natürlich schon ein bisschen zweischneidig, uns da so zu schwächen, aber wenn wir tatsächlich zu G5 kommen und dann irgendwie Dame H5, Dame H3 und da Richtung H7, das sind schon nette Perspektiven. Also gerade jetzt auch, also die Stellung schreit nach G4, also das sieht so harmonisch aus, also die ganzen Ideen, also mit G4, G5, dann vielleicht Dame H5 langfristig, Turm F3, Turm H3, Dame stellt H7 matt. Also das ist, man spürt schon, dass man spielt so gerne. Man hat natürlich den Nachteil durch G4, dass der eigene König ein bisschen geschwächt wird. Die Frage ist, wenn man das hier zu zahm spielt, ist auch nicht so toll irgendwie.
die Frage ist erstmal nach einer Alternative und das Schöne, also hier mal an alle Zuhörer, warum man hier so einen Zug wie G4 überhaupt spielen kann, dass die Stellung ist geschlossen, das ganze Zentrum ist geschlossen und hier muss man jetzt keine Angst haben, dass die schwarzen Figuren über einen herfallen, weil es eben geschlossen ist, da können die Figuren gar nicht rüberkommen, deswegen kann man hier auf jeden Fall G4 spielen und unser ganzes Spiel richtet sich eigentlich gegen am Königsflügel aus. Und deswegen, ich sehe jetzt auch nicht so richtig die Alternative. Sowas wie E4, C4 oder so will man nie spielen. Wir wollen das da geschlossen halten. Unser Läufer, den können wir erstmal nicht so sinnvoll entwickeln. Da hoffen wir mal, dass der später ins Geschehen eingreift. Oder vielleicht gar nicht mehr muss. Ja, das wär optimal, genau. Wenn wir einen Turmschwenk durchbekommen, dann würde ich sagen, dann spielen wir mal den Zug G4. Was macht man da jetzt eigentlich? Gar nicht so einfach aus schwarzer Sicht, wie man da reagiert. H6. Ich finde, genau, auch ist natürlich jetzt, ja, aus menschlicher Sicht wäre das schon deutlich, so ein Computer hat natürlich da keine Angst, aber aus menschlicher Sicht wäre das schon sehr gefährlich. H6, okay. Gut, ja genau, das Problem natürlich jetzt, wenn wir jetzt G5 spielen und er das schlägt, dann ist dieser G-Bauer sehr, sehr schwach. Dann, wenn sobald er dann seinen Springer wegzieht, wahrscheinlich nach E4 sogar dazwischen zieht, dann hängt der G5 mit Schach von der Dame. Das können wir uns wahrscheinlich nicht einfach erlauben. Sehe ich genauso. Und deswegen, aber wir wollen natürlich trotzdem weiter G5 spielen und deswegen müssen wir jetzt hier Mittel und Wege finden, das irgendwie vorzubereiten. Was schwebt dir da so im Kopf? Also was ich so sehe, so ein bisschen, ist einmal, was interessant sein kann als Idee langfristig, muss man natürlich aufpassen, ist König H1, Turm G1. Und da so einen Vorstoß vorzubereiten, Nachteil, man zieht in diese Läuferdiagonale rein. Klar, hier ist noch ein Bauer dazwischen, aber trotzdem, taktisch natürlich schon kritisch ein bisschen. Ein anderer Zug, wenn er geht, das muss man halt konkret rechnen, ist, warum nicht auch mal H4 überlegen? Ja, also das wären auch meine, oder die andere Idee, die für diesen Turmschwenk wäre vielleicht noch Turm F2. Auch interessant. Um dann Turm G2 zu spielen, dann hat man nur Turm und Dame in der Diagonale und nicht Dame und König. Das ist vielleicht, und auf F2 hätte er vielleicht noch den Vorteil, wenn du H4 spielen willst, dass auch mal in die H-Linie schwenken kann. Also das wäre irgendwie so ein Traum, Turm F2, H4, dann G5 und der Tausch, dann öffnet sich irgendwie die H-Linie. Stimmt. Und einfach beide Schwerfiguren, Dame H3, Turm H2, ist vielleicht ein bisschen flexibler noch. Also welche Turm F2. Also das Problem bei H4 ist, glaube ich, dass der H4 natürlich direkt von der Dame da Röntgenblick und so. Richtig, das ist das Problem. Wenn ich dann einfach meinen Springer wegziehe. Zum Beispiel Springer E4 könnte ein Zug sein. Wahrscheinlich, das tauscht irgendwas ab und am Ende schlägt er da einfach auf H4 und dann war's das mit unserer geschlossenen Stellung. Und die Dame ist bei uns drin. Ich denke auch, das ist, also Turm F2, also das hört sich so ein bisschen nach Traumschach an. Also ich, je länger ich mir den anschaue, also richtig schön. Also einmal Turm F2, Turm G2 als Idee. Aber auch gekoppelt mit H4, falls sich mal was öffnet, auch Turm H2. Also es sollte ein denke schöner ich auch, wir haben auch ein bisschen Zeit, also wir haben jetzt auch Zeit, ne? Das ist das Schöne in so einer Stellung. Man muss jetzt hier nicht irgendwie auf Teufel komm raus in 2-3 Zügen matt setzen. Wir haben Zeit. Schwarz ist am Damenflügel noch nicht sonderlich weit vorgekommen. Und er hat auch noch gar nicht gezeigt, was er da eigentlich machen will. Nee, finde ich schön. Andere Züge, König H1 oder Turm F2, ich finde Turm F2 schöner. Also das ist. Ich auch, weil er ein bisschen flexibler ist, ne? Weil er sowohl in die G als auch in die H A5. Okay, das ist aber zumindest ein Zeichen, dass wir da wirklich keine Angst haben müssen. Das dauert auch ziemlich lang noch am Damenflügel. Also er wird kommen, also man spürt schon, diese Züge kommen, A4, A3 vielleicht, und er presst ein bisschen am Damenflügel, aber wir haben jetzt schon 3-4 Tempi Zeit, 3-4 Züge Zeit, was am Königsflügel aufzubauen, und das sollte eigentlich gehen. Ja, jetzt nochmal ganz kurz eine, bei sowas finde ich, stellt sich auch immer die Frage, ob wir nicht einmal A4 spielen,
um Schwarz da komplett festzulegen, weil dann kann er den A-Bauer nicht ziehen und B5 kann er auch nicht mehr ziehen. Allerdings schwächen wir uns auch so ein bisschen. Das Feld B3 wird mal geschwächt. Und es kann auch Schwarz mal später helfen, wenn er da den Damenflügel öffnen will. Dann hilft ihm A4 tendenziell mal. Gefühl, also mein Gefühl ist, der Unterschied ist nicht groß, aber A4 passt da nicht zu der Struktur. Und diese temporäre Kontrolle über B5, ich vermute, mit dem Zug A4 hemmt man den Angriff mindestens einen Zug lang auch. Also das Das ist, wäre ja. wär ja, das wär ja schon mal auf jeden Fall was. Die Frage ist, ob wir nicht konkreter sein können, ne? Sowas wie Turm G2. Wie wollen wir nach Turm G2 überhaupt weitermachen? Wollen wir dann direkt G5 spielen, oder? Dann, oder? Also wenn wir da nicht G5 spielen, dann. Dann sollte man schon G5 spielen. Und dann auch mit dem Turm zurücknehmen, oder? Turm schlägt Dann kann man G5. sich vielleicht sogar auch überlegen, mit dem Bauern wieder zu schlagen. Das müsste ich mir dann genau. Ich glaube, sieht beides verlockend aus. Was natürlich auch schön wäre. Also vielleicht machen wir doch irgendwann, also je nachdem, was passiert, irgendwann König H1, wenn wir den anderen Turm da auch noch rein in die G-Linie kriegen. Aber Ja, vielleicht, also das. das wäre schön, genau. Da haben wir natürlich das Problem, dass irgendwie unser Springer und unser Läufer da noch nicht so wegkommen. Also ich weiß nicht, A4 können wir, ich wüsste jetzt auch nicht, was dagegen spricht, nochmal einmal A4 zu spielen. Mach mal A4 und hemmen seinen Angriff oder seinen Vorstoß am Damenflügel. Wir haben jetzt auch schöne Kontrolle hier über das Feld. Gut, aber zeigt hier keine Ambition, also so viel können wir hier nicht falsch machen. Dame E7 von ihm. Er wartet, bis wir was machen. Gut, ich denke auch, wir sollten weiter nichts überstürzen. Ja, was? H4 scheint so kritisch irgendwie. Turm geht's weiter, ist wahrscheinlich der normale Zug hier in der Stellung. Wollte ich, der soll ja eigentlich, also wie H4 wäre irgendwie mal eine ganze Traumvariante, wie du gesagt hast, Traumschach. Wahrscheinlich gehört er in die G-Linie, deswegen will ich das auch erstmal. H4 sieht mir irgendwie, dann forcieren wir auf einmal die Sachen sehr. Dann, wie gesagt, sowas wie Springer E. Und Turm, ach so, Turm G2 hat noch vielleicht den Vorteil, dass wir mal aus Springer E4 rausgehen. Ne? Springer E4, wenn das mal irgendwann kommt, greift das ja auch gleich den Turm noch mit an, dann müssen wir darauf reagieren. Turm G2 sieht logisch aus. Wir sind natürlich jetzt in dieser Diagonalen drin. Da müssen wir irgendwann taktisch mal ein bisschen aufpassen. G6, wunderbar. Okay, Oh. G6, wow. Also Das kann man schon Läufer schlägt G6 überlegen. Also geht nicht, geht wahrscheinlich nicht, aber muss man rechnen. muss man rechnen, aber also mein Gefühl sagt, dass wir dann im Prinzip fast unser gesamtes Richtig, ja. Angriffspotenzial weggeben und dieser weißfältige Läufer, ne, das ist natürlich hier auch zusammen mit dem Springer, das sind unsere beiden besten Figuren. Wir haben da große weißfältige Felderschwächen. Und den für diese, selbst materiell, ich meine, materiell wäre das ja auch nur knapp minimal besser für uns. Mit zwei Figuren und mit einem Turm und zwei Bauern für zwei Figuren. Es kann auch schnell sehr komplex werden. Es können so Varianten kommen wie Läufer schlägt G6, dann schlägt er erstmal hier zwischen auf E5 und dann schlägt er dann wieder hier, dann öffnet sich die F-Linie und alles kann sehr taktisch werden. Und das ist das, was wir nicht machen sollten. Wir sollten positionell ganz langsam irgendwie Stellungsvorteile aufbauen, so strategisch, und erst wenn wirklich klare Sachen da sind, zuschlagen. Also gegen Stockfish. Also das, was wir das letzte Mal erlebt Absolut. haben, also da, ja, also das ist zu früh. Also ich würde sagen, in einer Blitzpartie, wenn man gegen Menschen spielt, kann man sowas machen mal. Läufer schlägt G6, aber gegen Stockfish, ich glaube, das ist nicht die richtige Wahl. Ja, gut. Was bleibt uns dann als Alternative? Man könnte sich natürlich trotzdem fragen, was mit G5 ist. Gegen G5 spricht erstmal wenig, oder? Weil dann die G-Linie ja auf jeden Fall aufgeht. Entweder nehmen wir danach auf A6 oder er tauscht und wir nehmen mit dem Turm wieder. Und dann sind wir natürlich da auf G6 ziemlich häufig drauf.
Die Frage ist, ob man das, sonst, ob man das mit H4 vorher noch vorbereiten kann oder sollte, um dann doch lieber mit dem H-Baron wiederzunehmen und wieder den Traum in der H-Linie zu haben. Und ich glaube, das sind die eins, oder? Also sonst uns ins, den anderen Turm noch ranzuholen, das dauert zu lange und da geben wir auch irgendwas preis. Ich sehe das genauso, was ich sehe. Also gut, H4 kann halt, das ist sehr konkret. Du musst mal wissen, okay, was passiert durch Springer E4? Ist da irgendwas komisch in der Stellung? Oder können wir einfach sagen, ja, was passiert, können wir dann H5 spielen, oder? Das Gute ist ja, genau, das Gute ist ja jetzt, Springer E4 droht nichts, ne? Wir haben ja unseren Turm da weggezogen, unser Springer auf D2 ist gedeckt. Das heißt, Springer E4 droht erstmal gar nichts und das heißt, wir können uns um unseren H-Bauern kümmern, entweder mit oder vielleicht sogar mit H5. Ja, genau. Vielleicht. Aber genau, sonst ist natürlich die konkrete Variante G5. Also ich würde mir erstmal G5 nochmal lieber an. Oder was sagst du? G5 ist auch interessant dazu. G5 ist, also was er will. Also Schwarz möchte jetzt quasi sich verteidigen und wahrscheinlich König G7 spielen und hier einen Turm rüberbringen. Vielleicht. Irgendwie sich so aufbauen. Also König G7 vermutest du auch, oder? Dass König G7 gewollt ist von Schwarz. Muss er aber wahrscheinlich irgendwann, weil G6 und H6 sind beide schwach und das ist so eine typische Verteidigung, dass man mit dem König da erstmal reingeht. Also was soll denn auf G5 kommen? Denkst du, er tauscht? Weil wenn er... Dann nimmt man einen Turm, oder? Dann nimmt dieser Turm und dann hat man doch auf G6 schon alles drauf und dann droht, dann kann man danach H4, H5 noch spielen irgendwie. Sieht schlimm aus. Und irgendwie haben wir alle Figuren im Angriff. Also G5 sieht schön aus. Und wenn er den nicht nimmt, was soll er denn machen? Soll er den Springer irgendwo, sagen wir, er zieht Springer, keine Ahnung, H5, H7, E8, ist ja egal. Dann nehmen wir einfach den H6 weg und die G-Linie ist genauso auf. Also G5 ist ein sehr schöner Zug, also es ist konkret einfach. Also das G5 gefällt mir gut, gefällt mir besser als H4. Muss ich ehrlich sein. Was wir aber noch rechnen sollten bei G5 ist diese Variante. Läufer steigt E5. Läufer hatte ich mir auch gerade mal Gedanken gemacht. Dann können wir natürlich nicht auf F6 nehmen, weil sonst der Läufer einfach genau. Dann wieder nimmt. Und typischerweise wollen wir ja mit dem F-Bauern auf E5 wieder nehmen und das sollten wir uns auch anschauen. Na, oder? F steigt E5. Okay, machen wir mal genau, zack. Er nimmt hier und dann können wir das dann spielen. F schlägt E5. Und dann hängt er seinen Springer doppelt mit unseren beiden Bauern. Mhm. Dann muss er mit dem Springer ziehen. Dann muss er ziehen und dann ändert sich auch nicht so viel. Dann nehmen wir danach auch auf auf H6. Vermutlich, dass es einfach keine gute Variante ist, Läufer schlägt E5. Dann wahrscheinlich nicht. Spricht eigentlich wenig gegen G5, oder? Also ist auch irgendwie konsequent, oder? Es passt zu dem, was wir hier gemacht haben. Turm F2, Turm G2, G4. Gefällt mir sehr gut, genau. Also wir machen jetzt G5. Ein Punkt sollten wir noch ansprechen. Also im Stoneware hat man häufig hier so zwei Problemfiguren. Das ist dieser Turm auf A1 so ein bisschen erstmal und vor allem diese Läufer auf C1. Also wenn wir die irgendwie aktiviert bekommen, sind wir natürlich... Also dann verbessern wir unsere Chancen nochmal massiv. Aber erstmal genau. Müssen wir uns um die nicht kümmern. Genau, das ist. Und das Gute ist auch, das Problem, wenn wir den Springer da vertreiben auf F6. Ja. Das Problem ist ja, wir können, diesen Springer D2, der steht da eigentlich ganz gut, weil er dieses Feld E4 deckt. Weil Schwarz würde gern irgendwann Springer E4 spielen. Damit würde er alles blockieren, alles verstellen und da auch genau. Einen aktiven Springer haben. Und das verhindern wir gerade. Und wenn irgendwann mal der Springer auf F6 weg ist, ohne nach E4 zu gehen, dann ist unser Springer auf D2 auch befreit und der könnte sich dann mal entwickeln über F1, G3, Läufer D2 und dann der Turm ran. Richtig. Aber so lange müssen wir, glaube ich, noch warten. Ne? Spanische Umgruppierungen könnten dann kommen. Spielen wir G5 und gehen tatsächlich wieder in Angriff gegen Stockfish, aber ja, der aber so geschlossener Charakter. Ja.